gewünscht. Dort gibt es also die gleichen Probleme. Sie sorgt noch für ein kleines Zusatzeinkommen. Und die zweite Gymnastin im Winners Final, das ist Tatjana Ogryschko aus Weißrussland. Ganz anderer Stil als Diana. Mühlhandkreisen. Sicher gefangen, dieser schwierige Wurf mit ganzer Drehung. Hinten im Bild übrigens mit dem weißen Jackett ihre Trainerin Galina Krylenko, die mittlerweile am Leistungszentrum Schmied arbeitet. Ja, auch Tatjana Ogryschko mit einer fehlerlosen Vorführung. Schwer zu sagen, wer hier dieses letzte Finale gewonnen hat. Jana Bartyrschina oder, das ist übrigens Galina Krylenko, die auch die deutschen Gymnastinnen im Hinblick auf die Weltmeisterschaft im Oktober und natürlich vielleicht auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Sydney im Jahr 2000 auf Vordermann bringen soll, vorausgesetzt, dass sie einen Vertrag erhält. Ja, welche der beiden? Tatjana Ogryschko oder Jana Bartyrschina wird dieses letzte Masters-Finale gewinnen. Tatjana, die 20-jährige verheiratete Gymnastin, die ein Jahr lang schon mal ausgesetzt hat, hat aber sofort wieder den Anschluss gefunden. Das zeigt ihre absolute Weltklasse. Weltcupsiegerin im letzten Jahr. So, und jetzt sind wir gespannt, welches Podest höher fährt und welche Gymnastin nochmal 2200 Mark Preisgeld einstreichen kann. Für sie war es sehr erfolgreich, dieses Wochenende in Ludwigsburg. Hat, egal wie sie hier abschneidet, auf jeden Fall über 7000 Mark an Preisgeldern gewonnen. In Hinblick auf die finanzielle Situation ihrer Eltern ein wichtiger finanzieller Aspekt, ein kleines Zubrot. Und die Kampfrichterinnen werten noch. Die letzte Wertung ist eigentlich immer die schwierigste. Das gibt mir natürlich die Möglichkeit, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass ich auch die deutschen Gymnastinnen und allen voran Editha Schaufler hervorragend präsentiert haben. Im Hinblick natürlich auch auf die Weltmeisterschaften im Oktober in Berlin. Nun, und Tatjana Ogryschko ist die Gewinnerin des Keulenfinales. Das soll es gewesen sein, liebe Zuschauer, hier aus Ludwigsburg vom 4. Grand Prix Turnier. Das nächste findet übrigens im Mai in Karlsruhe statt. Und damit zurück zu Steffen Simon nach Potsdam.